Bei Erfolg Entlassung. Trainerentlassungen bei Misserfolg gehören zum Fußballgeschäft, seit der Ball rollt. Inzwischen bricht die Branche allerdings immer häufiger mit ihren Urgesetzen. Auch erfolgreiche Fußballlehrer sind nicht mehr vor dem Rauswurf gefeit, bis in untere Ligen. Man sieht nur das Bild und schon rattern einem Schlagzeilen aus den Sportmedien durch den Kopf: Werder Bremen und der Fall Kofeld. Trainer sein war schon immer ein Job für Leidensfähige der Leistungsgesellschaft. Fußballer wie Flöhe hüten bei Wind und Wetter, mit stabiler Physis und noch stabilerer Psyche. Am besten beides in einem. Wie ein bekanntes Sprichwort sagt, Nerven wie die Autobahn, so breit und so hart. Das oberste Ziel, Fehlervermeidung, heute mit Matchplan, früher mit Taktiktafel. Für Trainer ist schon ein Sprichwort: Wann die Mannschaft gut und sie gewinnen, dann die Spieler haben gut gespielt. Wann die Mannschaft hat verloren, dann der Trainer ist unklug oder dumm. Trainer sein ist die kapitalistische Arbeitsbeziehung schlechthin. Lohnarbeiter für ein Unternehmensziel auf vertraglicher Grundlage. Verlieren ist verboten, das Urgesetz der Branche. Wollen wir mal so sagen, ein Trainer sitzt praktisch immer auf einem Pulverfass. Hat er Erfolg, dann ist es der große Mann. Hat er keinen, dann wird er in die Wüste geschickt. Auch in der Bundesliga kann aber nur einer gewinnen. Alle anderen werden irgendwann entlassen. Es begann in der ersten Saison nach 3 Monaten mit Herbert Wittmeier. Der FC Schalke kündigte Georges Gavlicek aus vereinsinternen Gründen. Martin Wilke erfuhr seine Entlassung vom HSV aus der Zeitung. Auch vorzeitig wurden gekündigt Jupp Schneider von Hertha BSC, Kurt Sommerlath von Karlsruher SC. Alle Namen bis zur Gegenwart aufzuzählen, würde mehr als eine Stunde dauern. Friedhelm Funkel ist der Erste in 2020. Nach 4 erfolgreichen Jahren wird er in Düsseldorf entlassen. Ganz überraschend kam das nicht, nachdem ich in den letzten Tagen so ein Gespür dafür entwickelt habe. Es enttäuscht mich, überhaupt keine Frage. Denn am Vortag wurde er noch gefeiert als Trainer des Jahres 2019. Seither gafft die Branche auf den Trainer des Jahres 2018, Florian Kofeld. Immer neue Negativrekorde, aber im Bremer Modell geht's weiter mit ihm. Das Entscheidende Kriterium, warum wir nicht an unserem Trainer zweifeln, ist die tägliche Arbeit, wie er mit der Mannschaft arbeitet. Er hat eine extrem hohe Qualität, deswegen sind wir davon überzeugt, dass wir diesen Weg auch mittelfristig mit Florian weitergehen können und wollen. Rudi Gutendorf in Meiderich, Gunter Baumann vom 1. FC Nürnberg, Helmut Schneider in Karlsruhe. Üblicherweise ist eine Entlassung in Liga 4 unter dem Radar nur lokal interessant. Als aber Dirk Lottner im Dezember beim 1. FC Saarbrücken gehen muss, ist er als Tabellenführer auf dem Weg zum Ziel. Damit ist er Teil eines neuen Trends. Ohne zu viel auf meine persönliche Situation einzugehen, aber ich glaube, das zeigt, dass dann, selbst wenn du auf dem Weg bist, diese Ziele zu erreichen, es nicht immer dann auch automatisch zur Folge hat, dass du dadurch auch weiter Trainer bleibst. Lottners Saarbrücker haben Aufmerksamkeit erregt. Sogar den 1. FC Köln besiegten sie im Pokal. Träume wurden wahr, so sah es aus, doch es war nicht genug. Trotz dieser Erfolge im Pokal, die sollen uns nicht blenden, sondern das Wichtigste ist, dass wir in die 3. Liga aufsteigen. In 3,5 Jahren war Lottner Meister, Vizemeister und Pokalsieger im Südwesten. Diese Saison 15 Siege, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen. Die 3. war eine zu viel. Die sportliche Leitung vermisste die Dominanz. Da sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass wir einen neuen Impuls brauchen. Ich bin lange dabei, aber ich glaube schon, dass wenn du in der Situation bist, wie wir sie jetzt in Saarbrücken hatten, dann gehst du nicht unbedingt davon aus, dass du mit 2 Punkten Vorsprung als Tabellenführer, dass du freigestellt wirst. Also ist natürlich schwierig jetzt für mich, der letztendlich auch keine wirkliche Erklärung bekommen hat, da eine Antwort zu finden, warum dieser Schritt vollzogen wurde. Wenn das Schule macht, dann weiß ich nicht, wo das noch hingeht in den nächsten Jahren, was ein Trainer eigentlich noch leisten muss, um dann einigermaßen sicher im Sattel zu sitzen. Der Fall Peter Neururer darf als einmaliges, unsägliches Vorbild gelten. 1990 war er mit Schalke, damals Zweitligist, auf Bundesligakurs. Da hatte er angenommen, für gute Arbeit belohnt zu werden, wie im Kapitalismus üblich. Stattdessen kam die Kündigung.
Herr Neuruhr hat bei den Verhandlungen, die vor kurzer Zeit begonnen haben, sehr strikt gefordert, dass er, falls wir aufsteigen in die erste Bundesliga, einen Zweijahresvertrag wünscht und davon auch nicht abweichen wollte. Dazu waren wir nicht bereit. Weil kein Mensch verstand, was das sollte, war beim nächsten Heimspiel der Fanblock leer. Damals wurde immerhin noch protestiert. Heute ist es normal, dass Lucien Favre, der mit Dortmund trotz einiger verlorener Spiele immer noch Meister werden und die Champions League gewinnen kann, wöchentlich hinterfragt wird. Auch live und ganz öffentlich. Lucien, du hast auch weiter unser Vertrauen. Aber es ist auch eins klar, am Ende ist Fußball auch immer über Ergebnisse definiert. Und wir wünschen natürlich allen, alle bei Borussia Dortmund, dass es dir, deinem Team und der Mannschaft gelingt, hier auch eine Wende zum Positiven herbeizuführen. Dafür hast du alle Unterstützung, die wir dir geben können. In diesen Sphären reichen auch Siege nicht mehr. Überzeugende Siege müssen es sein. Auch Titel nutzen nichts mehr. Siehe Niko Kovac. Als Meister, Pokalsieger und Supercup-Gewinner mit den Bayern ist er nach der ersten Krise weg. Oder Markus Anfang in Köln vergangenen Sommer. Seine Mannschaft ist Erster in Liga 2, 3 Spiele noch. Wir werden unser Ziel, den Aufstieg, für den sind wir hier zum 1. FC Köln gekommen, das Trainerteam, den werden wir auch erreichen. Definitiv werden wir den erreichen. Aber dem Verein geht es nicht schnell genug. 6 Punkte vor, plus Torverhältnis. Aber die Stimmung ist schlecht und dann wird freitagsabends gegen Darmstadt verloren. Ohne den Rest des Spieltags abzuwarten, wird Anfang direkt danach gefeuert. Wir waren der Meinung, auch wenn das natürlich auch kein Mensch irgendwo verstehen kann, außerhalb Kölns, dass man einen Trainer auf dem ersten Tabellenplatz entlässt, ist es trotzdem aus Überzeugung jetzt so passiert. 2 Tage später steht der Aufstieg trotzdem praktisch fest. Das Ziel ist erreicht. Man hätte sich nach Saisonende in Frieden trennen können. So hatte die Mannschaft Erfolg, der Trainer aber nicht. Rein vom Menschlichen her, ich meine, wenn man das ruhig mal diese Seite aufrufen darf, war das für mich im Grunde natürlich eine ganz schlechte Entscheidung. Ja. Also eigentlich in einer Situation, wo nichts mehr passieren hätte können, den Trainer zu entlassen, also das war für meine Begriffe im Grunde kein Ruhmesplatz vom 1. FC Köln. Bleibt der Fall Kofeld. Wenn Meister, Pokalsieger, Tabellenführer und Aufsteiger gehen müssen, darf er bleiben? Bleibt Bremen anders? Oder droht ihm ein öffentliches Endspiel um den Job wie Tim Walter vom VfB Stuttgart im Dezember in Hannover? Der ist Dritter in Liga 2, zu wenig. Entscheidungsfindung im Minutentakt. Oh, here comes trouble. We'll be heading for a fall. Erst droht der Rausschmiss. Everything's gonna be okay. Dann lockt wieder die Rettung. Und dann ist doch alles vorbei. Und zwar direkt nach Abpfiff im Kabinengang. Das sind die Umgangsformen, auf die man sich geeinigt hat. Was Bekenntnisse angeht, das können Sie in der Kirche abgeben, Garantien in der Bank zum Beispiel, aber nicht im Fußballgeschäft. Wir sind im Profifußball. Alle, die dabei sind, tun es auch freiwillig. Was ich schon immer wieder moniert habe, dass du als Trainer eigentlich nie eine wirkliche, ehrliche Rückmeldung bekommst. Und das ist etwas, wo die Trainer doch sehr oft alleine stehen. Die Rückmeldung kommt eigentlich meistens erst dann, wenn du entlassen wirst oder wenn es ganz, ganz kurz davor ist. Aber vorher sich mal wirklich zusammenzusetzen, zu reflektieren, was können wir besser machen, im Team besser machen, wenn man doch gemeinsame Ziele hat, die auch irgendwo gemeinsam in die richtigen Bahnen zu lenken. Groß aber sind Ungeduld, Angst und die Sehnsucht nach Ruhm, Profit und Profitum. Das schlägt durch bis in die Regionalliga, wo viele sich für schlafende Riesen halten. Fakt ist, dass diese Unruhe ja häufig auch bei Traditionsvereinen der Fall ist. Traditionsverein bedeutet, dass sie irgendwann vor geraumer Zeit auch gewisse Erfolge gehabt haben und somit einfach auch das Ganze drumherum größer ist. Vergangenen Sommer feuert der Traditionsclub Viktoria Köln seinen Trainer Patrick Glöckner vorm letzten Saisonspiel als Tabellenführer. Man traut ihm nicht zu, den 1-Punkte-Vorsprung ins Ziel zu bringen.
Im Dezember wird Klaus-Dieter Wollitz in Cottbus verabschiedet. Die Vertrauensbasis ist zerstört, obwohl er mit seinem Team Spitzenreiter ist. Ein Club sollte in der Lage sein, eben auch mit einem Trainer mal ein, zwei Täler zu durchstreiten. Ja, das ist sicherlich, das wäre ein Wunsch, dass eben nicht zu schnell Hektik einkehrt und dass einfach diese Hire-and-Fire-Mentalität einfach dann etwas zurückgefahren wird. Unwahrscheinlich. Und natürlich muss man sich im Fall